Herzlich willkommen zu einer neuen Auskunft aus dem Erich-Kästner-Museum. Theophila Langnaas schenkte im Juni 1941 ihrem 21-jährigen Verlobten Marcel Reich-Ranitzky im Warschauer Ghetto eine eigenhändig abgeschriebene und illustrierte Ausgabe von Erich Kästners Lyrische Hausapotheke. Dr. Erich Kästners Lyrische Hausapotheke war 1936 bei Atrium in Zürich erschienen und enthält alte und neue Gedichte des Verfassers für den Hausbedarf der Leser, nebst einem Vorwort und einer nutzbringenden Gebrauchsanweisung samt Register. Der Band beinhaltet eine Auswahl unpolitischer Gedichte Erich Kästners und einige Epigramme, wie zum Beispiel Moral: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Erich Kästner benennt darin die kleinen und großen Sorgen des Alltags geistreich und genau. Gedichte für den emotionalen Hausbedarf zur Therapie von Gefühlsschädigungen. Hier eine Erstausgabe dieser damaligen Taschenbuchausgabe von Dr. Erich Kästners Lyrischer Hausapotheke. Gebrauchslyrik im besten Sinne des Wortes. Was diese Gebrauchslyrik auch unter den extremen Lebensumständen von Verfolgung und Lebensgefahr bedeutete, hat Marcel Reich-Ranitzky in seinen Lebenserinnerungen beschrieben. Am 2. Juni dieses Jahres wäre er 100 Jahre alt geworden. Er war wohl der bekannteste Literaturkritiker seiner Zeit in Deutschland. In seiner Kindheit hatte er begeistert Emil und die Detektive gelesen. 1941 fand er bei einem Bekannten im Warschauer Ghetto die Lyrische Hausapotheke von Erich Kästner. Da er das Buch unbedingt haben wollte, lieh er es sich für einige Tage aus. Eine Auswahl von 56 Gedichten der 119 im Buch enthaltenen hat seine Verlobte Theophila, genannt Toschia, kalligraphisch kopiert und mit kleinen Illustrationen versehen. Toschia ließ die Gedichte binden und machte dieses Buch ihrem Verlobten Marcel an seinem 21. Geburtstag zum Geschenk. Was gab es Schöneres? Dieses Buch begleitete Theophila und Marcel Reich-Ranitzky auch auf ihrer Flucht aus dem Ghetto und ist bis heute erhalten. Es erschien als Nachdruck im Jahr 2000 bei der Deutschen Verlagsanstalt. Im Herbst 1957 trafen sich Erich Kästner und Marcel Reich-Ranitzky in München im Café Leopold. Erich Kästner hatte kurz vorher den Georg-Büchner-Preis erhalten und war in Deutschland wieder sehr populär. Auf Marcel Reich-Ranitzky wirkte der damals 58-jährige Kästner charmant und elegant und etwas jünger aussehend. Als er Erich Kästner dieses besondere Exemplar der Lyrischen Hausapotheke zeigte und die Geschichte dazu erzählte, war Erich Kästner nicht nur überrascht, an welchem Ort und unter welchen Bedingungen seine Gedichte gelesen wurden, sondern er war auch sehr gerührt. In seinem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum 75. Geburtstag von Erich Kästner schrieb Marcel Reich-Ranitzky im Februar 1974: Er hatte nicht mehr und nicht weniger zu bieten als Grazie und Esprit, Humor und Vernunft.